Servus und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Modellbaus, bei der praktischen Ausgabe der Modellbaufotografie, die ich im aktuellen Kitchecker-Journal schon beschrieben habe, damit man sich das Ganze ein bisschen besser vorstellen kann. Zeige ich euch da hier so, wie ich das so mache, bei meinen Modellen, mit meinen Modellen, damit dann auch letzten Endes die Fotos dabei rauskommen, die ihr dann auch seht. Wie wir sehen, habe ich jetzt hier schon alles vorbereitet für das Fotoshooting. Das Fotomodel, in dem Fall nehmen wir hier die T2 Buckeye, die ich vor kurzem erst fertiggestellt habe für Special Hobby. Und da gibt es auch den Baubericht dazu und dann entsprechend auch die ganzen Fotos. Die steht schon da, mein Hintergrund ist schon da, so wie ich das im Bericht auch geschrieben habe. In dem Fall entscheide ich mich hier für den blauen Hintergrund. Finde ich passt ganz gut mit dem Weiß und dem Rot, irgendwie schaut das irgendwie cool aus. Man kann natürlich auch den grauen verwenden, den verwende ich auch sehr gern. Das ist ein sehr neutraler Hintergrund, irgendwo ist einfach ein PVC. Hoppala, Kinobi runtergefallen. Ist einfach ein PVC-Boden, günstigster Tarif. Gefallen soll er halt eben, der ist eben hier entsprechend an der Decke befestigt. Unter mir ist der Tisch. Und das Ganze in einer schön geschwungen hier aufgelegt, damit man eben hinten, damit man keine Kante hat. Sieht immer gut aus, vermittelt den Eindruck von unendlichen Weiten. Gefällt mir persönlich ganz gut. Dann was extremst wichtig ist, haben wir hier das Licht von diesen Leuchten hier, die ja auch da so einen Stoff nochmal vorne dran haben, dass das Licht eben ein bisschen weicher ist, damit es nicht so diese krassen Schlagschatten gibt, wie mit den Baustrahlern, die ich auch schon mal verwendet habe, die machen halt echt schon wirklich brutalste Schlagschatten. Und ja, es kann ein künstlerisches Mittel sein, bei Sonnenschein zu fotografieren, bei der Mittagshitze zum Beispiel, habe ich auch schon gemacht, dann gibt es schöne Schatten, ist auch mal cool. Aber im Großen und Ganzen, also im Standard-Normalfall, mache ich das eben so hier mit gedämpftem Licht. Schöner Hintergrund, keine Blümchentischdecke, keine Kuckucksuhr. Keine bunten Familienfotos. Das ist eben das Wichtigste. An der Stelle würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit den ersten Posen. So, nochmal ganz kurz was zu den Einstellungen an der Kamera. Wie ich es schon geschrieben habe, gehe ich weg von Automatik auf M. Dann, da sieht man es besser, dann nehme ich die Blendenzahl, die für meine Kamera die beste Tiefenschärfe macht. Das kann man herausfinden im Internet, was das von der jeweiligen Kamera ist. Bei meiner wäre das ein F16. Die Zeit ist erstmal nur uninteressant, weil das müssen wir dann noch individuell einstellen. Wichtig ist auch, dass wir auch weggehen von ISO-Automatik auf manueller ISO-Einstellung. In dem Fall mache ich hier die niedrigste Zahl ISO 100, damit ich eben am wenigsten Bildrauschen habe. Ja, das ist nochmal wichtig. Was haben wir noch? Was ist noch wichtig? Der Autofokus sollte auf S stehen, also nicht auf kontinuierlich. Oder auf Automatik, sondern am besten auf S und auf einen Punkt gerichtet. Okay, dann mache ich auch noch Selbstauslösung, Vorlaufzeit 2 Sekunden, müsste ausreichend sein. Dann stelle ich ein... Ja, da haben wir es, eine Spiegelvorauslösung bei der digitalen Spiegelreflexkamera, weil der Spiegel sich auch noch mal ein bisschen bewegt dann.
Hier mache ich die maximale Zeit 3 Sekunden. So habe ich auch die Schwingungen, die die Kamera selbst erzeugt, mehr oder weniger ausgeschlossen. Okay, dann kann man, wenn man möchte, den VR ausschalten. Also wenn man jetzt hat diesen Verwacklungsassistenten praktisch im die Verwacklungsautomatik, Vibration Reduct, glaube ich, heißt das bei dir hier, kann man ausschalten, weil die sich manchmal da ein bisschen aufschaukeln, weil keine Schwingung da ist, wenn man mit dem Stativ fotografiert. Wie gesagt, Stativ ist unheimlich wichtig, weil sonst kann ich keine lange Belichtungszeit wählen, die ich aber brauche, um eine niedrige ISO-Einstellung zu haben. Ja, noch ganz kurz was hier zu meinem Beleuchtungssetup. Also wie man jetzt hier auch sehen kann, habe ich jetzt 3 Lampen. Eine Lampe von oben, die das Modell direkt von oben beleuchtet. Dann habe ich eine Lampe rechts und eine links. Und im Endeffekt ist so das komplette Modell ausgeleuchtet, so wie ich das haben will. Also überall optimales Licht habe, optimale Lichtverhältnisse. Heißt auch optimale Schärfe. Genau, so kann man im Endeffekt dann anfangen. Wie ich schon gesagt habe, die erste Position ist bei mir meistens direkt von vorne. Wie man jetzt hier sehen kann, dann schaut man immer, dass man das alles so einstellt, dass man links und rechts auf dem Bild keinen Rand hat. Auf der anderen Seite kann man das natürlich dann auch ganz schnell später mit dem Bildbearbeitungsprogramm wieder wegmachen bzw. das Blau ergänzen. Sache von ein paar Sekunden, wenn man das kann und wenn man weiß, wie es geht. Aber wie gesagt, zudem in der nächsten Ausgabe dieser kleinen Erklärgeschichte. Ja, dann fangen wir mal an mit der ersten Pose, wie man jetzt hier schon sehen kann im Display. Versuche ich natürlich jetzt hier die Kamera so auszurichten, dass das Modell schön mittig steht. Ein bisschen ranzoomen, dass man eben möglichst wenig, da sieht man jetzt ein bisschen den Rand da links und rechts, dass man davon wenig hat. Aber wie gesagt, das ist total einfach, das wegzuretuschieren, das geht in 4-5 Sekunden. Natürlich muss man schauen, immer gerade beim Flugzeug, dass die ganzen sag ich jetzt mal hinten das Leitwerk und alles, dass das alles in einer Flucht ist, das sieht natürlich toll aus. Gerade so von vorne macht so ein Flugzeug meistens super viel her. Und jetzt kann man auch schon sehen, hier an dieser Skala zum Beispiel immer, wie meine Belichtung ausschaut. Hier muss ich natürlich jetzt mit der Zeit runtergehen und man sieht jetzt, je mehr ich da runter drehe, desto mehr kommen wir in Richtung guter Ausleuchtung. Ja, vergessen die Selbstauslöserzeit einzuschalten. So, und jetzt sagen wir mal, wir probieren es jetzt einfach mal mit der 0. Wir sind auf der 0 und Fokus ist, also Spotmessung auf die Mitte habe ich jetzt einfach mal gemacht. Und dann probieren wir das einfach mal, lässt den Autofokus arbeiten. Und dann schaut man mal, was das wird. Das ist eine relativ lange Belichtungszeit. Man hört auch immer das Klacken der Spiegelvorauslösung. Also das dauert eben alles schon relativ lang, bis da ausgelöst wird. Und deswegen ist eben das Stativ unheimlich wichtig. Und nur so bekomme ich dann eben solche Fotos, anders sehe ich keine Möglichkeit. Jetzt muss man natürlich schauen, jetzt ist hier an der Stelle ragt dieser Tank oder was das ist, da ein bisschen in den Dings hinein, da wäre es dann schwieriger, das nachher wegzuretuschieren. Deswegen da bei solchen Sachen dann aufpassen. Wir können jetzt aber nicht mit der Kamera rüber, weil sonst wäre es in der Flucht nicht mehr drin. Deswegen muss jetzt hier an dieser Stelle das Modell ganz ein bisschen nach hier. Dann schauen wir uns das mal nochmal an. So, jetzt kommen wir nämlich wieder ein bisschen nach. Ein bisschen nachjustieren. Oh, wir sind ja gar nicht mehr im Dings drin. So, jetzt passt es auch.
Okay, also wie gesagt, das macht man jetzt hier dann nochmal an der Stelle. Das ist ja der Vorteil von der digitalen Fotografie, dass man eben so viele Bilder machen kann, wie man will. Das kostet ja nichts. Und dann schaut man sich das an und sagt, okay, sieht gut aus. Man kann direkt live dann nochmal hineinzoomen und schauen, okay, wie ist meine Schärfe? Ist die Schärfe okay? Wenn nicht, dann muss ich das Bild einfach nochmal machen und besser fokussieren und das einfach mal so lange probieren, bis es passt. Irgendwann kriegt man schon ein scharfes Bild zusammen, weil ich habe schon mal gesagt, scharfe Bilder sind das A und das O. Unscharfe Bilder bitte absolut sofort löschen. Das können wir jetzt zum Beispiel auch mit dem Bild, das hier dann nicht hundertprozentig gepasst hat, das werdet ihr dir niemals verwenden. Also am besten sofort gleich löschen. Also jetzt haben wir mal dieses Bild so drin. Gefällt mir ziemlich gut. Das ist, wie gesagt, mit der Pose fange ich eigentlich immer an. Als nächstes, wenn man schon mal in der Position ist, weil man muss ja auch schauen, okay, wie oft muss ich das Stativ umbauen? Das ist ja nicht unbedingt immer einfach, dann wieder dieselbe Position zu finden. Also macht man jetzt auch direkt in der Position mal die Bilder von der Seite. Behalte ich die Kameraposition bei und drehe das Modell, weil ansonsten müsste ich jetzt das Stativ und alles verstellen. Jeder weiß, wo er sein Modell anfassen muss oder anfassen kann, anfassen darf. Dann nehme ich als nächstes die Position von der Seite. Das habe, dann drehe ich es wieder um. Zweites Seitenprofil. Je nachdem, ob es das Modell hergibt, also ob es gut ausschaut oder nicht, kann man dann eben auch direkt mal von hinten hinein leuchten. Meistens dann, wenn man tolle Nozzles hat, also die Triebwerksauslässe, wenn die recht gut aussehen, dann kann man das schon auch mal von hinten machen. Wie ich ja schon mal gesagt habe, die eigentlich sage ich jetzt mal, die wichtigsten Positionen sind eben diese schrägen meistens, ein bisschen in so einem Winkel von 45 Grad, bietet sich hier an. Da kann man dann auch ein bisschen mit der Höhe von der Kamera spielen, ob man mehr so von da rein leuchtet oder je nachdem, wie man das macht. Und ja, am besten auch mal direkt von oben drauf, also dass man das komplette Modell direkt von oben fotografiert. Das sieht dann auch immer ganz gut aus, wenn man mal die komplette Struktur von dem Flugzeug sieht zum Beispiel. Es funktioniert natürlich auch alles bei jedem anderen Modell, das es so gibt. Das kann man mit einem Panzer machen, das kann man mit einem Schiff machen, das kann man mit dem Auto machen, je nachdem, was man hat. Also diese ganzen Positionen durch, also schräg vor vorne, links, rechts, oben. Wenn man sich traut und wenn man das Ganze irgendwie umdrehen kann, dann kann man das Ganze auch nochmal von unten machen direkt. Lohnt sich natürlich dann, wenn ich hier irgendwelche Außenlasten dran habe, die besonders gut aussehen. Und dann kann man das auch mal von unten machen. Ja, das war es eigentlich von den Positionen, die erstmal hauptsächlich wichtig sind. Ich habe jetzt hier an dieser Stelle mein Makroobjektiv aufgesetzt. Das hat eine 40 mm Festbrennweite. Das andere Objektiv war ein 1805, also Brennweite in Millimeter, das ich eigentlich relativ fast überall verwenden kann. Für ganz nahe Aufnahmen verwende ich aber das Makroobjektiv, weil ich mit dem anderen Objektiv einen Abstand habe von, wie viel sind das, 40 cm, 45 cm, die ich minimal an das Modell hingehen kann. Minimal, maximal, egal. Auf jeden Fall muss ich diesen Abstand wahren, ansonsten kann das nicht scharf stellen. Was mit dem 40 mm natürlich wieder ganz anders aussieht, vor allen Dingen, ich habe hier eine unheimliche Lichtstärke drin und kann da wirklich extrem detailreiche Nahaufnahmen durchführen von Bereichen, die für uns total interessant sind, wie zum Beispiel eben immer der Cockpitbereich. Wie ich jetzt hier das schon aufgebaut habe, ich habe dazu die Lampen auch ein bisschen näher rangeführt, damit wir hier mehr Licht haben, genau speziell in dem Bereich, das Modell ein bisschen nach vorne geholt, damit man da eben genau nah dran ist. Wie eben zum Beispiel Sitze sind oft
interessant, die Cockpit-Innenausstattung, wie jetzt Instrumente oder sonst irgendwas, sieht immer gut aus. Vielleicht sind auch Bereiche dabei am Flugzeug, die eben cool aussehen, weil da irgendwelche Nieten sind oder sonst irgendwas, irgendwelche coolen Deckels, irgendwelche coolen Markierungen, die total geil ausschauen. Das sollte man auf jeden Fall mit einem Makroobjektiv fotografieren, damit man sich das ganz genau anschauen kann. Ich kann hier auch mit dem Makroobjektiv so arbeiten, dass ich das auf dem Stativ mache. Oder, und in dem Fall, was auch noch ganz wichtig ist, die Blende kann man für solche Aufnahmen ganz weit runterfahren. Also niedrige Blendenzahl heißt, ich habe eigentlich nur einen ganz einen relativ speziellen kleinen Bereich scharf und außenrum ist es unscharf. Das sieht natürlich, wenn ich das komplette Modell fotografiere, schlecht aus, wenn das nicht komplett scharf ist. Deswegen nehme ich hier die maximale Blendenzahl, also wenn ich da maximale Tiefenschärfe habe. Und wenn ich jetzt aber sage, ich möchte bloß, was weiß ich, einen Steuerknüppel oder so, nur scharf haben und alles andere außenrum unscharf, dann nehme ich eine niedrige Blendenzahl. Dadurch brauche ich weniger Licht und kann eine kürzere Zeit wählen, was aber mit dem Stativ egal ist. Aber ich kann natürlich dann auch die Kamera vom Stativ nehmen, habe dann eine niedrige Blendenzahl. Bei dem Objektiv geht das runter bis 2,8, was natürlich schon ein sehr kleiner Bereich ist. Aber ich kann natürlich dann auch dadurch eine extremst kurze Belichtungszeit wählen. Zum Beispiel vom, was heißt da, extrem kurz, 50stel ist nicht extrem kurz, aber im Vergleich zu 5 Sekunden ist es dann schon sehr viel kürzer. Und in dem Fall kann man dann eben, wenn man dann sagt, man will jetzt speziell von oben irgendwie da was machen und geht dann da hin und schaut dann, okay, was würde ich da für eine Zeit benötigen? Ja, da kann man dann. Das habe ich natürlich nur vergessen zu sagen, das muss man dann auch wieder dazu sagen, deswegen ist es unscharf geworden. Das ist natürlich, wenn ich dann wieder aus der Hand fotografiere, dann die Zeit Selbstauslösung ausschalte und die Spiegelvorauslösung. Sonst verwackelt man natürlich. Ja, und dann hat man eigentlich die wichtigsten Sachen am Modell fotografiert. Jetzt habt ihr gesehen, wie das bei mir abläuft, wie ich das mache. Jetzt haben wir die wichtigsten Fotos haben wir mal so gezeigt, wie ich das so durchführe. Aber nach dem Fotografieren geht die eigentliche Arbeit ja immer erst los. Das Ganze bearbeiten und ausschneiden und skalieren und vielleicht nur irgendwie da hin und wieder mal die ganze Sache noch ein bisschen anders von der Farbe gestalten oder was auch immer, was man machen möchte. Man kann einen Rahmen drumherum machen. Das ist aber ein anderes Thema und größeres Thema, das wir im nächsten Video und in der nächsten Ausgabe des Kitchecker-Journals besprechen werden. Also schaut rein, kitchecker.com wird ab Anfang April zu sehen sein, der Bericht, in dem alles nochmal ganz ausführlich steht zum Thema Kameraeinstellungen und so weiter und bla 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 blub hier und tralala. Und in der nächsten Ausgabe machen wir eben dann die Bildbearbeitung und, was auch sehr geil ist, eben die Außenaufnahmen. Also dann lassen wir dieses wunderschöne Flugzeug auf einem Flight Deck stehen und fotografieren es mit wunderschönem blauem Hintergrund, Himmel. Da kann man nämlich noch ganz andere Sachen machen. Also bleibt dran und viel Spaß beim Nachmachen und vor allem viel Erfolg. Servus.